Hallo ihr Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute endlich mal wieder mit einem Vlog. Florian und ich sind nämlich gerade auf dem Weg nach Berlin zur GlowCon Winter Edition 2016. Ich habe mich gerade im Auto schminken müssen und Florian sagte gerade, Julina, wie dumm bist du eigentlich? Wieso hast du es nicht gefilmt? Es wäre halt mega witzig gewesen. Ich bin gerade so hardcore im Stress. Wir sind nämlich gleich noch eingeladen aufs Launch-Party-Event von Beautix Voll, also von Julia Beautix neuer Handcreme-Marke bzw. ihren Produkten, und wir kommen zu spät. Wir kommen einfach zu spät. Ich weiß nicht, wo der Fehler ist in unserer Zeitplanung. Stau. Ja, Stau. Aber wir sind halt mega zu spät. Und das Problem ist, wir schaffen es nicht mal mehr vorher ins Hotel, sondern müssen direkt dahin. Und eigentlich hatte ich halt geplant, dass ich mich im Hotel fertig mache und da in Ruhe einchecke und dann mit dem Taxi dahin. Das wird jetzt alles nichts mehr. Wir müssen direkt zur Location hinfahren. Ja, mal gucken, wie das wird. Laut Navi sind wir eine Minute vor Beginn da. Und ich muss halt gleich noch dort vor Ort meine Wimpern machen, also beziehungsweise Wimpernzange und Mascara, aber das mache ich jetzt bestimmt nicht im Auto, weil Florian ist nicht der beste Fahrer und... Ernsthaft? Was? Tatsache. Ah, sehr gut. Tatsache ist halt einfach, sonst reiße ich mir die aus und da habe ich keine Lust zu, deswegen mache ich das da gleich vor der Tür und falsche Wimpern gibt es heute wahrscheinlich nicht und ja. Kleines Update, mega Stress, mega doof, total genervt. Ich weiß einfach nicht, warum es immer so lange dauert nach Berlin. Es ist immer Stau einfach, ne? Immer Stau. Na gut, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, nächster Check-in. Wir waren jetzt gerade bei Julia Beautix auf dem Launch-Event für ihre mega coolen neuen Handcremes. Ich wusste nicht, ob ich da vloggen darf, deswegen habe ich mich so ein bisschen zurückgehalten. Aber es war echt mega, mega cool. Vielen, vielen Dank nochmal, Julia, für die Einladung. Ich habe mich echt unglaublich darüber gefreut. Wir sind jetzt hier gerade im Weg zum Hotel, checken jetzt ganz fix ein und dann geht's auch schon weiter zum Divi Move Dinner. Yay! So, wir sind jetzt gerade hier beim Divi Move Dinner und das Essen ist gekommen. Sushi! Yay! Hier ist die Kim, die Soraya und da hinten sind alle anderen. Ich hatte einen ganz kleinen Outfit-Change, aber nichts Besonderes. Nur einen kleinen Blazer, damit das Ganze ein bisschen schicker ist hier zum Dinner. Wir lassen uns jetzt schmecken. Yay! Guten Morgen! Sorry, hab's nicht geschafft zu vloggen beim Frühstück, nicht beim Fertigmachen und gar nichts. Wir wollten uns um 10 zum Frühstück treffen. Halb 10 aufgewacht. War ein bisschen schwierig. Wir sitzen jetzt hier eiskalt in einer Limo. What the fuck? Was ist das? Ein geiler Shuttle-Service. I like. Hier haben wir die Kim und Soraya. Florian. Yay, und hier ist die ganze andere Crew. Ich bin gespannt. Let's do this. Go. Hello, ihr Hübschen. Wir sind jetzt in der Glow-Halle Messe drin. Es sieht sehr, sehr groß aus. Ich bin gespannt. Wir schauen uns das aber definitiv später noch alles in Ruhe an. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zur Artist Lounge. So, wir sind jetzt mitten hier drin. Alles voll. Und wir gehen jetzt auf den roten Teppich. Oh Gott, auf den pinken Teppich. I'm sorry. Auf den Zähnen. So viel zum Thema professionell, so viel zum Thema Beauty, so viel zum Thema einfach mein Leben. Ich verkack alles. Jetzt geht's hier weiter, weil ich hier jemanden schminken soll. Ich habe das gar nicht so genau verstanden. Ich laufe jetzt einfach den anderen mal hinterher. Und im Zweifelsfall machen wir Schminki Schminki. Mein Name ist Julina, ich bin 24 Jahre alt und beschäftige mich auf meinem Kanal in erster Linie mit Beauty, aber auch hier so ein bisschen die richtige Storytime. Ich habe immer das Bedürfnis, Leute von mir und mich mein Leben so zu erzählen. Und genau das mache ich auf meinem Kanal. Aber heute kümmern wir uns um das perfekte Augen-Make-up zu verwenden.
Wir sind wieder ein bisschen unter der Menge. Ich bin hier mit der lieben Kleinstadt Coco. Yay. Dann haben wir hier noch die Kim und die Nina. Yay. Und wir pilgern uns gerade hier so ein bisschen durch die Menge. Leute, mein BH rutscht. Was soll ich sagen? Frauenprobleme. Herzlich willkommen in dieser Welt. Passiert. Es ist gerade mega cool. Wir haben schon so viele Selfies gemacht und ich würde sagen, damit machen wir jetzt weiter. Wir waren jetzt wieder im Shuttle drin. Wir sind jetzt zurück beim Hotel. Es war mega der geile Tag. Es war zwar ziemlich anstrengend, aber es war wirklich, wirklich schön. Und jetzt zeige ich euch mal, wie attraktiv ich aussehe, wenn ich aus so einer Limo rauskrabbel. By the way, welcome to the real life. Oh Gott, alle steigen mal so voll grazil aus und ich wie so ein Opfer hier. Oh. Was ist das? Alles gut. Ich bin nur zu dick, um auszusteigen. Ja, ich nicht an mir. Danke. Tschüss, schönen Abend noch. So, Leute, das Licht hier ist ja mal richtig gut. Voll schön. Yay, back in the hotel. Sei hübschen, wir sind jetzt Döner essen. Wir sind hier mit der kompletten Crew. Coco ist da, Nina ist da, Kim ist da, Aya ist da. Und die Boys. Ja, genau. Und die Boys, und ich zeig auf mich. Nee, aber. Genau. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Die Mädels haben uns nämlich gestern richtig heiß gemacht, dass wir unbedingt heute hierher kommen müssen. Und wir gucken jetzt mal, ob es wirklich so gut ist. Yeah, hey, hier ist der Döner. So, hier ist er. Falafel-Rollo, Rollo, Quatsch. Falafel-Döner. Dürüm? Nee, Pita. Bescheuert. Ist auf jeden Fall sehr lecker. Kim Wood, sehr gute Empfehlung. Hallo, ihr Hübschen. Wir sind jetzt gerade schon wieder im Auto auf der Rückfahrt. Seid bitte nicht irritiert, wenn ich nach vorne gucke, aber ich muss mich halt echt auf die Straße konzentrieren. Und zwar wollte ich mich nur noch mal als kleines Endfazit-Resümee über die Glowcon in erster Linie bei euch bedanken. Es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht zu sehen, wie viele Leute, sag ich mal, mich kennen und ich komme da drauf bis heute nicht klar. Es ist jedes Mal so krass, einfach zu sehen, wie viel Liebe und Unterstützung ihr mir entgegenbringt. Und weiß nicht, ich bin da einfach unglaublich dankbar für. Florian war ja gestern auch mit dabei und er sagte auch nur ganz ehrlich, Jolina, es ist so krass zu sehen, wie deine Fans, das ist wieder dieses Fanwort irgendwie. Ich krieg's nicht aus dem Sprachgebrauch raus, weil alle anderen es gefühlt benutzen, aber wie ihr einfach hinter mir steht, ist so atemberaubend. Ich komme da echt nicht drauf klar. Es war so, so schön. Ich konnte so viel Liebe und Kraft daraus tanken. Und es war einfach auch total atemberaubend, wie viele schon gesagt haben, hey Jolina und so. Und halt wirklich auch up to date irgendwie meine Videos schauen. Das ist total absurd für mich. Und da wollte ich einfach nur nochmal Danke für sagen. Ein weiterer richtig schöner Aspekt, der mir diese Glow zu was ganz Besonderem gemacht hat, war halt einfach so viele YouTuber wiederzusehen, mit denen man sich jetzt im Laufe der Zeit doch irgendwie immer mehr anfreundet und irgendwie aus Bekannten, Kollegen, was auch immer, man kommt sich halt irgendwie immer so ein bisschen näher und man ist am Quatschen und verbringt die Abende zusammen und so und das ist richtig cool und es ist einfach ein super schönes Verhältnis, wo ich super dankbar bin, mittlerweile halt echt Leute zu kennen und dann nicht mehr so alleine wie die letzten Male dumm rumzustehen, sag ich mal. Die Zeit mit euch auf der Glow ist immer super, aber halt in dieses, sag ich mal, kollegiale Verhältnis mit den anderen YouTubern reinzukommen, ist echt schwer. Und also was heißt schwer, aber für jemanden wie mich, ich renne halt nicht zu jedem hin, das kann ich einfach nicht, ich möchte mich nirgendwo aufdrängen. Aber wenn man einfach so ein bisschen über seinen Schatten springt, so, auch die YouTuber sind alles nur Menschen und wenn man halt, sag ich mal, so ein bisschen Eigeninitiative zeigt, was ich jetzt getan habe, merkt man halt wirklich, dass es sich lohnt und dass man da ganz tolle Menschen für kennenlernt.
kennenlernen. Und ihr habt die Mädels in meinem Vlog gesehen. So, es war einfach der absolute Hammer. Ganz, 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 ganz viel Liebe nochmal an euch. Ich habe die Zeit mit euch echt extrem genossen. Und es war einfach schön, nicht alleine rumtingeln zu müssen, sondern so eine kleine Girl-Squad zu sein. Es war super cool. Einfach von euch auch so aufgenommen zu werden und von euch als das genommen zu werden, was ich bin. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das war echt eine unglaublich schöne Zeit. Vielen Dank auch nochmal an die Glow. Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Auch wenn ich dieses Mal leider kein Meet and Greet oder Panel Talk hatte, habe ich die Zeit dort sehr genossen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wann die nächste Glow ist, habe ich persönlich noch gar nicht so genau mitbekommen. Und wie das dann aussieht, ob ich dann wieder Meet and Greet habe und euch richtig sozusagen treffen kann oder keine Ahnung. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich werde mich auf jeden Fall mega engagieren, dass wir das alles zusammen hinkriegen und dass ich für euch da sein kann und euch treffen kann. Weil, wie gesagt, das klingt immer so blöd, weil ihr euch halt so offensichtlich freut, aber ich freue mich halt mindestens so doll zurück. Und gestern haben sie ein, zwei auch schon so total irritiert geguckt und meinen so, Julina, warum freust du dich so? Ich sag so, ja, weil ich euch treffe. So, für mich ist das halt echt mega was Besonderes. Ich nehme das nicht so für selbstverständlich, weil ich irgendwie immer noch nicht drauf klarkomme, dass sich überhaupt jemand für mich interessiert. So, ist halt irgendwie mega unrealistisch für mich. Aber ja, ist einfach schön. Naja, ich rede schon wieder 5 Minuten. Ich danke euch auf jeden Fall aus tiefster Seele für alles, was ihr für mich tut. Ich nehme das niemals für selbstverständlich und das ist einfach für mich das größte Geschenk auf Erden, so Leute wie euch in meinem Leben zu haben. Und auch wenn es in erster Linie halt oft durch die Kamera oder online ist, habe ich halt das Gefühl, das ist das heutige Zeitalter und so funktioniert das halt. Aber euch dann in real life zu treffen, wie jetzt auf der Glow, ist halt einfach wundervoll und da danke ich euch sehr, 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 sehr doll für. Und ja, ich glaube, das ist alles, was ich in diesem Vlog zu erzählen habe. Ich habe euch lieb. Wir sind hoffentlich bald zu Hause. Es ist mega neblig und ich freue mich einfach nur noch aufs Sofa. Und ja, ich habe euch ganz sehr lieb. Wir sehen uns morgen schon im nächsten Adventskalender-Video wieder. Und ja, habt einen schönen Tag.